Ja, ich bin hier mal auf der Seite von meinem Internet Service Provider Vodafone Kabel gelandet und die wollen doch tatsächlich 19,9 Cent pro Minute für ein Gespräch ins deutsche Mobilfunknetz. Das kennt ihr bestimmt das Problem, dass auch bei der Telekom sind ja die Preise ähnlich, dass die Festnetztarife nicht gerade günstig sind, wenn man jetzt nicht gerade eine Flatrate oder so gekauft hat. Ja, was kann da Abhilfe schaffen? Dazu gehe ich mal auf die Seite Teltarif und die hat da ganz verschiedene Ideen. Es gibt Calling Cards, es gibt Call by Call. Und es gibt Voice over IP. Und ich finde eigentlich am charmantesten die Lösung mit Voice over IP. Das zeige ich euch auch gleich, warum. Ich habe mir hier mal die günstigsten auflisten lassen. VoIP to GSM ist jetzt hier zum Beispiel bei Mobilfunk der günstigste und der ist auch sonst immer bei den günstigen dabei, auch wenn nicht immer der günstigste. Also zum Beispiel bei Auslandstelefonaten und so weiter. Ja, deshalb soll es jetzt auch um VoIP to GSM gehen. Man kann bei dem Anbieter einfach einen Account anlegen und was man vertelefoniert, wird dann entweder monatlich abgebucht oder man muss so in Prepaid-Manier vorher was draufladen. Ja, genug zu dem Anbieter. Jetzt gehen wir in die Fritzbox. Ich habe den Anbieter jetzt schon eingetragen. Man bekommt dann Benutzernamen und Kennwort. Es gibt von mir ein anderes Video, wie man den Anbieter in die Fritzbox integriert. Und man hat dann neben seiner normalen Vodafone-Kabelrufnummer eben auch noch die Rufnummer von dem Anbieter drin. Ich habe gar keine eigene Rufnummer bekommen in meinem Fall. Deshalb steht da jetzt irgendein Quatsch drin, nämlich 3x die 6. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir auf Rufbehandlung und hier gehen wir auf Wahlregeln. Und hier habe ich die auch schon alle eingestellt. Denn was passiert jetzt hier? Sobald ein Telefoniegerät, das mit der Fritzbox verbunden ist, eine Mobilfunknummer oder eine Auslandsrufnummer wählt, dann wird dieser Anruf automatisch über VoIP to GSM geleitet. Hat das irgendwelche Nachteile? Nee, im Gegenteil, das hat nur Vorteile. Es ist nämlich günstiger und gleichzeitig kann man bei VoIP to GSM auch einstellen, dass der Angerufene meine ganz normale Vodafone, ja, Rufnummer sieht, also meine ganz normale Festnetzrufnummer, die ich habe, dass der im Display auch weiterhin so erscheint. Eingehende Anrufe haben damit gar nichts zu tun. Das ist jetzt alles nur für ausgehende Anrufe. Ja, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, finde ich, günstig zu telefonieren, denn das muss man ein einziges Mal einrichten und am Telefon muss man dann gar nichts mehr, ja, konfigurieren oder machen. Das funktioniert quasi alles im Hintergrund in der Fritzbox.